Das war Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus war einer der ersten wirklichen Lernpsychologen, der sich mit der Effizienz von Lernmethoden und vor allem auch mit dem Vergessen beschäftigt hat. Und das sind seine wichtigsten Erkenntnisse. Nummer 1: Wenn man Informationen nicht schnell und oft wiederholt, vergisst man sie schneller, als man denkt wieder. Nummer 2: Seine Lernkurve. Ebbinghaus stellte fest, dass man Informationen am besten lernen kann, wenn man in kurzen, intensiven Intervallen diese Informationen aufnimmt und sie dann regelmäßig wiederholt. Und Nummer 3 ist der Kontext. Ebbinghaus stellte zusätzlich fest, dass es schwieriger ist, Informationen zu lernen, wenn man keinen Kontext bzw. keinen Bezug dazu hat und dass es eben das Lernen einfacher macht, wenn man Dinge lernt, die in einem gewissen Kontext stehen. Folge uns für mehr solche Videos.